Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch die Lebensmittel vorstellen, die für eine schleimfreie bzw. schleimarme Heilkost nach Arnold Ehret geeignet sind. Arnold Ehret hat die schleimfreie Heilkost vor über 100 Jahren ins Leben gerufen bzw. entwickelt. Er war an einer zur damaligen Zeit unheilbaren tödlichen Krankheit erkrankt, einer Nierenkrankheit, und hat sich selber durch Fasten und Ernährungsumstellung wieder geheilt. Er hat dann viele Experimente gemacht, viele Erfahrungen gesammelt, auch mit vielen Menschen zusammengearbeitet, Vorträge gehalten, und dieses System der schleimfreien oder schleimarmen Heilkost hat sich immer wieder bestätigt. Einige Schriften von Arnold Ehret gibt es mittlerweile frei zur Verfügung als PDF. Ich setze euch einen Link unter dieses Video bzw. in den ersten angepinnten Kommentar. Da könnt ihr euch direkt einige Schriften von Arnold Ehret herunterladen, darunter auch die schleimfreie Heilkost. Wer die Schriften von Arnold Ehret lieber in richtiger Buchform mag, dann kann ich hier diese beiden Bücher empfehlen. Das sind mit meine Lieblingsbücher, Gesunde Menschen, Band 1 und Band 2. Und in diesen Büchern findet ihr alle Schriften von Arnold Ehret, die er jemals im englischsprachigen oder deutschsprachigen Raum eben veröffentlicht hat. Ich setze euch die beiden Links zu den Büchern unten in die Infobox. Nochmal kurz zur schleimfreien Heilkost, falls jetzt hier jemand neu auf diesem Kanal sein sollte und in diesem Video das erste Mal von schleimfreier Heilkost hört. Arnold Ehret beschrieb schleimbildende Lebensmittel als Lebensmittel, die im Inneren des Körpers Schleim bzw. auch Eiter oder auch Säuren bilden können. Demzufolge sind die schleimfreien Lebensmittel Lebensmittel, die im Inneren des Körpers eben kein Schleim, kein Eiter oder auch wenig Schleim nur bilden, gerade wenn es eben um die schleimarme Heilkost geht. Nur wenige Menschen wissen, welche Lebensmittel wirklich schleimfrei oder auch schleimarm sind und wie vital sie für die Heilung von Krankheit oder der Erhaltung der Gesundheit sind. Ein großes Problem in der Welt, vor allem auch in der westlich zivilisierten Welt, ist das Überessen an Eiter, Schleim und säurebildenden Lebensmitteln. Und viele Menschen wissen gar nicht, wie schädigend diese Lebensmittel für ihre Gesundheit, aber auch für ihr Wohlbefinden sein können. Die schleimfreie Heilkost beinhaltet alle rohen und gekochten Früchte, stärkefreie Gemüse und gekochte, gedämpfte oder rohe, grünblättrige Gemüse und Salate und Kräuter. Die schleimfreie Heilkost ist ein Heilungssystem in Kombination mit individuell angepasstem Lang- und Kurzzeitfasten und Menüs, die nach und nach von einer schleimreichen zu einer schleimarmen, schleimfreien Ernährung wechseln. Schon vor über 100 Jahren haben Menschen mit der schleimfreien, schleimarmen Heilkost gesundheitliche Probleme überwinden können. Ich hatte zum Beispiel kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem ich vorgelesen habe, was damals Ärzte zur schleimfreien Heilkost sagten, beziehungsweise auch zu Arnold Ehrets Fastenversuchen und Fastenvorträgen. Und da habe ich auch am Anfang einen Kommentar praktisch vorgelesen von einem königlichen Kammernsänger, damals noch zu Kaiserzeiten, und der eben auf schleimarm umgestellt hat. Er hat das mal abgenommen, er wirkte jugendlicher, frischer und seine Stimme hat sich auch verbessert. Da gab es damals auch Kritiker, die seine Stimme lobten, nachdem er eben einen Auftritt als königlicher Kammernsänger hatte. Und er hat eben auch beschrieben, dass er zweimal am Tag isst, schleimfrei bis schleimarm. Und es ist wirklich sehr erstaunlich, wenn man diese Berichte liest. Oder ich hatte auch vor ein, zwei Jahren einen Mutterbrief veröffentlicht. Eine Frau beschrieb ihre vierte oder fünfte Schwangerschaft und diesmal schleimfrei bzw. schleimarm. Und sie hat zum Beispiel überhaupt nicht viel an Gewicht zugelegt, einfach nur das Kind, was in ihrem Bauch heranwuchs. Sie hatte eine sehr leichte Schwangerschaft und auch eine sehr leichte, schmerzfreie Geburt. Und das ist auch sehr, sehr interessant, wenn man sich mal anschaut, wie das heute verläuft. Ne? Wie Menschen, ich gehöre selber dazu, ich habe zum Beispiel in der Schwangerschaft auch 10 Kilo zugenommen und meine Geburt oder die Geburten meiner Jungs war auch auf keinen Fall schmerzfrei. Was ganz wichtig ist bei diesem System der schleimfreien Heilkost, dass die Umstellung von schleimreicher Kost zu schleimarmer, schleimfreier Kost nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen geschieht. Ihr solltet euch wirklich viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, dafür Zeit lassen. Arnold Ehret stellte fest, dass die Zirkulation von nicht ausgeschiedenen Abfallstoffen, ausgelöst durch das Essen von Eiter-, Schleim- und säurebildenden Lebensmitteln, die Quelle für menschliche Krankheit sein kann. Die Grundlage der schleimfreien, schleimarmen Lebensmittel, die ich euch heute hier in diesem
Video nenne, sind die Erfahrungen von Arnold Ehret, aber auch die Erfahrungen von Professor Spira. Und Professor Spira ist ein englischsprachiger YouTube-Kanal, den verlinke ich euch oben in den Infokarten. Und Professor Spira hat sich mindestens 16, 17, 18 Jahre nach der schleimfreien, schleimarmen Heilkost nach Arnold Ehret ernährt und hat auch viele Erfahrungen gesammelt, die auch mit in diese Liste der schleimarmen, schleimfreien Lebensmittel hineinfließen. Die folgenden Lebensmittel, die ich euch in diesem Video vorstelle, sind die meistverbreitetsten schleimfreien bzw. schleimarmen Lebensmittel. Manche Lebensmittel sind stärkearm, also sie enthalten etwas Stärke. Viele dieser Lebensmittel haben sich während der Umstellung zu einer gesunden Lebensweise als großartig erwiesen und deswegen findest du sie auch hier in diesem Video. Wichtig ist zu verstehen, dass die schleimfreie Heilkost als ein System anzusehen ist, welches dafür da ist, von den schädigenden zu den weniger schädigenden Lebensmitteln umzustellen. Die erste Lebensmittelgruppe, die ich hier in diesem Video nennen möchte, ist die Gruppe des grünen Blattgemüses und diese Gruppe ist schleimfrei. Dazu gehören zum Beispiel Rucola, Pak Choi, Kohl, Blattkohl, Löwenzahnblatt, Grünkohl, verschiedenste Gartenkräuter wie Basilikum, Petersilie, Koriander, Rosmarin, Thymian oder verschiedene Kopfsalate, Römersalat, Eisbergsalat, dann Spinat, Mangold, Brunnengresse, also alle grünen Blattgemüse, die weit verbreitet sind, sind auch für die schleimfreie Heilkost geeignet. Als nächstes kommt die Gruppe des rohen Gemüses. Die sind stärkefrei bzw. stärkearm und somit schleimfrei bzw. schleimarm. Dazu gehören zum Beispiel Spargel, schwarzer und weißer Rettich, Rosenkohl, Sellerie, Gurken, Lauch, grüne Zwiebeln, Zwiebeln, Paprika, rote Beete, Rotkohl, Algen, Sprossen, zum Beispiel Alfalfa, Rettich, Brokkoli, Radieschen oder Grünkraut, Erbsengrün, Sonnenblumengrün, Koriandergrün, Porreegrün, Zwiebelgrün, also das sind alles so Sprossen bzw. Grünkraut. Dann Tomaten gehören dazu und Zucchini. Die nächste Gruppe umfasst gebackenes Gemüse, Wurzeln oder Früchte. Die sind stärkearm, stärkefrei, das heißt auch schleimfrei bzw. schleimarm. Dazu gehören Spargel, Brokkoli, gebacken oder gedünstet, Rosenkohl, gedünstet, Butternusskürbis oder auch Hokkaido-Kürbis, gebacken oder auch gedünstet oder gedämpft, Karotten, gedünstet, Blumenkohl, gedämpft oder gebacken, grüne Erbsen, gedünstet, Paprika, rot, grün, gelb, orange, Chili, rot, gelb, grün, orange, generell Kürbisse, gebacken oder gedünstet, Süßkartoffeln, gebacken, Zucchini, gedämpft oder gebacken. Die nächste Gruppe umfasst Früchte, reife Früchte, die wirken schleimfrei. Dazu gehören Äpfel, Aprikosen, Bananen, Cherimoya, Kirschen, Brombeeren, Blutorange, Melonen, Kirschen, Grapefruit, Kaki, Trauben, Zitronen, Mandarinen, Heidelbeeren, Mangos, Nektarine, Orange, Papaya, Pfirsiche, Birnen, Ananas, Pflaumen, Granatäpfel, Himbeeren, Sauerkirschen, Stachelbeeren, Erdbeeren. Hin und wieder bestellen wir reife Früchte bei Jurassic Fruit. Die haben ein großes Angebot an reifen Früchten und noch einiges mehr. Kürzlich haben wir wieder bei Jurassic Fruit bestellt reife Mangos, Cherimoya, ein Jackfruchtstück und Mangostane. Es gibt einen 10% Rabattgutschein für alle Erstbesteller. Also wenn ihr das erste Mal bei Jurassic Fruit bestellen wollt, dann könnt ihr gerne den Gutscheincode verwenden. Da bekommt ihr 10% Rabatt auf euren ersten Einkauf bei Jurassic Fruit. Den Gutscheincode findet ihr im ersten angepinnten Kommentar bzw. unter diesem Video. Die nächste Gruppe umfasst getrocknete und gebackene Früchte, die auch schleimfrei wirken.
Äpfel, Aprikosen, Bananen, Blaubeeren, Kirschen, Preiselbeeren, Johannisbeeren, Datteln, Feigen, Rosinen, Kiwi, Mango, Pfirsich, Ananas, Pflaumen, Erdbeeren. In die letzte Gruppe fasst Professor Spira 100%ige Fruchtsäfte, Sirup und Honig zusammen. Also Agavennektar, auch Kokosnusswasser, Fruchtgelees, also ohne Industriezucker, Ahornsirup, wenn er 100% ist, also ohne Konservierungsmittel, Melasse, ohne Konservierungsstoffe und Bienenhonig. Allerdings ist dieser nicht vegan. Ich habe euch jetzt Lebensmittel genannt, die schleimfrei bzw. schleimarm sind. Wenn man die schleimfreie Heilkost ganz genau nimmt, dann setzt sich die schleimfreie Heilkost aus grünem Blattgemüse, Wildkräutern, grünblättrigen Sprossen, Grünkraut und reifen Früchten zusammen. Gebackenes oder gedämpftes, stärkehaltiges Gemüse geht dann in Richtung schleimarm und ist eben für diese lange Übergangsphase sehr gut geeignet. Gerade für Menschen, die eher aus dem konventionellen Ernährungsbereich kommen, ist es sehr hilfreich, erstmal gebackenes, gedämpftes, gedünstes Gemüse mit zu integrieren oder eben auch gebackene oder gekochte Früchte. Die 100%ige schleimfreie Heilkost kann man mit 100% Rohkost gleichsetzen. Die schleimarme Heilkost integriert eben auch gebackene, gedämpfte, gekochte oder gedünstete Lebensmittel. Für Menschen, die sich nur rohköstlich ernähren möchten und auch in Richtung schleimfreie Heilkost gehen wollen und sich aber bei der schleimarmen Ernährung jetzt nicht von gedämpftem, gebackenem oder gedünstetem Gemüse ernähren wollen, dann besteht die Möglichkeit, kleine Fettquellen einzubauen, zum Beispiel Avocados oder eingeweichte Nüsse oder hochwertige Öle. Also da gibt es so ein paar Möglichkeiten, dass man ein bisschen Fett einbaut und so eine schleimarme Heilkost gewährleistet. Er hat damals auch immer von Nüssen gesprochen im Rahmen seiner schleimfreien Heilkost, aber diese sind eher für den Übergang gedacht, weil Nüsse auch eher schleimbildend wirken. Im letzten Jahr habe ich auch ein Video veröffentlicht, in dem ich zeige, wie im Rahmen der schleimfreien Heilkost Gemüse gebacken oder gedämpft oder gedünstet werden kann. Ich setze euch den Link oben in die Infobox. Für die schleimfreie bzw. schleimarme Heilkost ist auch Apfelmark geeignet. Ihr seht hier verschiedene Sorten mit Banane, mit Birne und mit Aprikose. Apfelmark ist auch komplett schleimfrei. Diese fettfreien Tomatensoßen sind auch in kleinen Mengen für die schleimfreie, schleimarme Heilkost geeignet. Allerdings ist es so, wenn die Tomaten unreif geerntet und dann verarbeitet werden, wirken sie eher Säure bilden. Aber gerade für Menschen, die eher aus dem konventionellen Ernährungsbereich kommen und sich Gemüse dämpfen, backen und dünsten und gern eine Soße dazu verwenden möchten, dann sind diese beiden Soßen geeignet. Die Familia Tomatensoße zum Beispiel besteht aus Tomaten, Meersalz und Basilikum und die Tomatensoße Toscana besteht aus Tomaten, Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Basilikum und Salz. Das war die Liste der schleimfreien bzw. schleimarmen Lebensmittel. Diese Liste gibt es auch in Form eines Blogartikels, den findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und es gibt auch eine Liste zu den schleimbildenden, säurebildenden und eiterbildenden Lebensmitteln, die verlinke ich euch auch gleich mit unter diesem Video. Hinterlasst gerne euren Kommentar zu diesen schleimfreien bzw. schleimarmen Lebensmitteln. Was haltet ihr generell von der schleimfreien Heilkost? Habt ihr auch schon Erfahrungen damit gesammelt? Ich freue mich über eure Meinungen, eure Gedanken dazu und euer Feedback. Lasst es euch gut gehen, habt noch eine schöne Zeit. Bis bald.